Dann können wir jetzt schon in das Zeigerbild gehen. So, im Zeigerbild fangen wir üblicherweise an mit der Netzspannung. Die legen wir auf 0 Grad. Ich lege die 0 Grad hier in die Waagerechte. 200 Volt entsprechen 10 cm und damit sind 230 Volt dann 11,5 cm. Das ist unsere Netzspannung UN. So, jetzt haben wir einen Stromwinkel, der eilt nach mit minus 9,6 Grad. Gucken, ob wir das hier noch hinbekommen. So, 9,6. Ja, das wird knapp, also knapp 10 Grad. Nacheilend, das ist hier also der Stromwinkel. Wenn wir erstmal so eintragen. Jetzt brauchen wir noch einen Strommaßstab. Und da bietet sich jetzt an, 10 Ampere sind 1 cm und damit sind das 3,8 cm für die Länge des Stromzeigers. Das ist dann schon unser Stromzeiger I. So, wie geht's weiter? Wenn wir jetzt das Zeigerbild für die Spannung, also das ist jetzt I, weiter zeichnen wollen, müssen wir zunächst den Maschensatz aufstellen. Und der Maschensatz ist ja UN ist gleich UL plus URL plus UV. Das bedeutet, die Spannungsspitze von UV berührt die Spannungsspitze von UN. Demnach müssen wir hier den Winkel mitnehmen. Das sind die prinzipiellen Zeigerbilder. Da habe ich mal was hochgeladen. Können sich angucken, wie sich das prinzipiell zusammensetzt. Immer wenn Sie ein Blindelement und ein Wirkelement zusammenschalten. Hier ein bisschen auf der Kippe. Wahrscheinlich wäre es besser, wenn wir den Winkel hier einfach neu angezeichnet hätten. Ich gucke mal, ob wir hier dolle schief liegen. Ne, geht so auf 9 Grad. Wie lang ist dieser Zeiger? Dieser Zeiger ist 192 durch 2, das sind irgendwie 9,6 cm für die Länge dieses Zeigers. Das ist jetzt schon UV bis hierhin. So, und der Rest, der jetzt kommt, jetzt brauchen wir neben UV natürlich noch unseren URL und unseren UL. Und wir fassen ja die beiden ohmschen Widerstände zusammen, sodass wir hier im Endeffekt auf diesen Thaleskreis kommen. Das bedeutet, unser UL muss hier liegen. Und damit ist das hier UL. Und das ist URL. Das ist UL. 90 Grad voreilen zum Strom passt auch. Wir können gemeinsamen Spannungsabfall über die Leitung noch einzeichnen. Das ist jetzt URL. Das ist ja die Summe aus URL und UL. Und ja, das ist hier der verbleibende Wert. Das ist hier UV. Und hier unten können wir nochmal nachzeichnen. Unseren Netzspannungszeiger. UR.